Geislinger. Ryan. Sagen Sie mal, wer ist denn das? Bitte, wer ist das? Ich meine, was ist das für ein Wagen? Bitte, das weiß ich nicht. Mit Wegen, da kenne ich mich nicht aus. Ich habe nämlich noch nie ein Auto haben wollen, habe auch noch nie eines gehabt. Aber bitte, es ist ein sehr schönes Auto, wenigstens äußerlich. Ja, steht aber auf dem Parkplatz von meinem Sohn. Wer ist damit gekommen? Also, das weiß ich nicht. Es muss mir direkt entgangen sein. Vielleicht in einem Moment, wo ich nicht da war. Herr Gutmann, wenn es mir schon in aller Früh... Bitte, es ist sehr dringend, wie Sie sich denken können. Wie Sie wissen... Ja, schon gut. Frau Herz, bitte, da muss etwas geschehen mit den Chefparkplätzen. Da hat sich wieder irgendwer auf den Platz von meinem Sohn gestellt und wenn der dann kommt... Aber der ist ja schon längst da. Der macht gerade einen Rundgang mit den Herren vom Gewerbeinspektorat. Also da haben wir es. Da hat sich ein wildfremder, betriebsfremder Mensch... Vielleicht ist es ein Herr vom Gewerbeinspektorat. Geht's, der leistet sich einen Sportwagen, der mehr als 200.000 Schilling kostet. Na doch, ich habe ja nicht gewusst, dass es so ein teurer Wagen ist. Ja, ich habe ja nicht einmal gewusst, dass es so teure Wagen gibt. Ich habe mich ja nie im Leben fürs Auto interessiert. Ich habe auch nie eins besessen. Können Sie mit dem Portier in Kompanie gehen? Der sagt genau dasselbe. Apropos, dem Portier muss man sagen, er muss ein bisschen aufpassen wegen der Parkplätze. Gerne, Herr Haslinger. So, also, Herr Gutmann, was gibt's Wichtiges? Ja, also, wie Sie wissen, Herr Gutmann, passen Sie auf. Wir haben nie viel Zeit, aber einmal müssen Sie mir erklären, warum Sie jeden Satz mit wie Sie wissen anfangen. So viel Zeit muss sein. Nein, bitte, nicht jeden Satz. Da muss ich mich verteidigen. Nicht verteidigen sollen Sie sich. Erklären sollen Sie mir's. Gut. Schauen Sie, Herr Haslinger, wie Sie wissen... Naja, jetzt natürlich... Ich meine, ich komme doch sehr selten zu Ihnen ins Büro. Denn abgesehen davon, dass ich infolge meiner langjährigen Dienstzeit bei Ihnen sowieso weitreichende Vollmachten besitze, huldige ich auch dem Grundsatz, gehe nie zu deinem Ferscht, wenn du nicht gerufen wärst. Sehr lobenswert, aber jetzt möchte ich, wenn es geht, nicht zu weitschweifig... Bitte, Sie wollten die Erklärung haben, weshalb ich gelegentlich die Floskel, wie Sie wissen, anwende. So viel Zeit muss sein. Bitte, das waren Ihre Worte von vorhin und ich schließe mich dem an. Ja, aber so ein Vormittag ist halt rasch herum, ne? Immer humorvoll, der Chef. Das schätze ich so sehr an Ihnen. Freue mich, dass Sie mich schätzen, aber ich schätze, wir sind noch morgen da, waren Sie jetzt nicht. Bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen ich die Ehre habe, mit Ihnen, Herr Haslinger, in persönlichem Kontakt zu stehen, muss ich ja meistens auf Dinge zurückkommen, die wir ja schon einige Zeit vorher besprochen haben. Ich stelle also sozusagen statistisch fest, an was ich Sie erinnern soll, wobei ich natürlich auch andere Floskeln gebrauchen kann, als wie Sie wissen. Ich könnte zum Beispiel ohne weiteres sagen, wie wir wissen, oder wie Ihnen bekannt ist. Oder wie uns bekannt ist, dass sich ja meistens um Dinge handelt, die in mein Arbeitsgebiet fallen, die also auch mir bekannt sein müssen. Ihr Arbeitsgebiet, Herr Haslinger, ist ja viel, viel größer als das meinige. Doch kenne ich Ihre enorme Tatkraft und Ihren unglaublichen Einblick in alle Sparten unserer Firma, sodass sich automatisch der Satzbeginn mit »Wie Sie wissen« ergibt. Ich gebe zu, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, einen Satzbeginn zu machen, als, wie Sie wissen, wie ich oben zitiert habe. Man könnte zum Beispiel ohne weiteres auch sagen. Herr Gutmann, bitte sagen Sie, was Sie zu sagen haben, aber sagen Sie es, ja? Also, bitte, fangen Sie an. Wie Sie wissen... Ja, jetzt haben Sie mich aus dem Konzept gebracht. Bitte, er ist ja sehr tüchtig in seinem Fach als Designer, der Herr Holobeck, direkt ein Künstler, aber er hat leider keine Beziehung zum Finanziellen. Wie das bei so vielen Künstlern der Fall ist. Sicherlich sind diese Designs sehr schön, sie haben ihnen ja auch gefallen, aber die Herstellung der entsprechenden Möbelstücke würde sich um fast
15% verteuern. Ah, das geht nicht. So weit wollen wir die Kunst wieder nicht treiben. Na, da werde ich gleich den Herrn Holobeck kommen lassen. Ich habe ihn gleich mitgebracht. Ja. Bitte erwarte draußen. Herr Haslinger, ich möchte Sie nur bitten, dass Sie mit dem jungen Mann nicht zu streng umspringen. Ich springe da nicht um. Überhaupt mit niemandem, nicht? Außerdem mag ich den jungen Menschen ganz gern. Vor allem ist er nicht lästig. Wir haben ihn schon Ewigkeit nicht gesehen. Gehen's, Frau Herz, sind so gut, ja? Leiten Sie ihn aus, der soll gleich hereinkommen. Ne? Ich sag's ihm selbst, ich werde ja nicht mehr benötigt, nicht wahr? Wie so oft. Nicht beleidigt sein, war ein Witz. Schon beleidigt, ne? Ja, aber ich möchte diese Dessin-Geschichte nicht ohne meinen Sohn machen. Wir schauen, ob er schon in seinem Büro ist. Ja, ist mein Sohn schon? Aha. Bitte, wenn er kommt, dann sind Sie gut, sagen Sie ihm, er soll gleich zu mir kommen, ich möchte dringend mit ihm reden, ne? Gut, danke schön. So. Ja, herein. Guten Tag, Herr Haslinger. Sie wollen mit mir sprechen? Ja. Ich hätte den beinahe nicht erkannt. So was von einem Bart. Sie haben mir gesagt, ich sehe den jungen Mann so selten und seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hat er sich ein förmliches Gestrüpp ins Gesicht. Freut Ihnen das, Herr Holaube? Natürlich. Meiner Braut auch. Ja, der Gustibus, das geht mir ja wirklich nichts an. Ne? Ja, also Herr Holaube, Sie wissen, um was es sich handelt. Ja, meine Dessins. Die erscheinen dem Herrn Gutmann für die Herstellung zu anspruchsvoll. Ja, ich sag, das verteuert die Produktion. Ja, sehr sogar, lieber Herr Holobeck. Wie Sie wissen... Wieso? Ich glaube nur, zu mir sagen Sie, wie Sie wissen. Nein, nein. Überall dort, wo es etwas zu rekapitulieren gibt. Aha, also bitte. Was wissen wir, der Holobeck und ich? Ja, ist gut. Danke. Fein, was für ein Ding? Ja, bitte, Sie sollen gleich zu Ihrem Vater hinüberkommen. Herein, ja. Guten Morgen, Herr Singer. Guten Morgen. Ich habe eine wichtige Neuigkeit für Sie. Und natürlich für Ihren Herrn Vater auch. Na, dann kommen Sie mit, ich gehe gerade zu Ihnen. Ja, wunderbar. Ah, da bist du ja. Stören wir? Nein, nein, nur dieser Herr hier, unser Designer, Herr Holobeck, falls du ihn wegen dem Bart nicht erkennen solltest. Doch, doch, ich habe ihn schon erkannt. Ja? Steht Ihnen gut, der Bart. Setzen Sie sich ruhig. Mein Vater fasst das als eine revolutionäre Tat auf, nämlich wenn man sich einen Bart wachsen lässt. Ja, ja, schon gut, schon gut. Es geht hier nicht um den Streit um Herrn Holobecks Bart, sondern um die Dessins. Da haben wir Schwierigkeiten. Wieso? Sie haben doch sogar dein streng konservatives Auge passiert. Ja, wenn ich kein streng konservatives Auge hätte, wäre man schon pleite. Aber diesmal mache nicht ich die Schwierigkeiten, sondern der Herr Gutmann. Na, nämlich... Ja, ja, schon gut. Mein Sohn wird sich mit Herrn Holobeck besprechen. Jetzt weiß ich, um was es handelt. Also bitte mach das. Ja. Ich weiß zwar nicht, um was es sich handelt, aber gehen Sie auf jeden Fall zum Freien Link. Lassen Sie sich einen Termin gehen, Herr Holobeck. Danke, sehr freundlich, empfehle mich. Und Herr Holobeck, gell, es bleibt bei dem, was wir gesagt haben. Nicht ganz egal, was mein Sohn redet. Bitte, es ist Ihre Privatsache, nicht? Aber Sie täten mir einen Gefallen. Aha. Hast du ihm am Ende aufgetragen, dass er sich ein Bad abnehmen lassen? Sie nicht aufgetragen, ich habe ihn darum ersucht. Ne? Herr Holobeck. Lesen Sie mal in unserer Verfassung nach, Sie können einen Bart tragen, wann immer Sie wollen. Und die Gleichheit vor dem Herr Gesetz Holobeck, gibt Ihnen das Leben Ruhe. Herr Holobeck, ich empfehle mich. Ja, das wollte ich Ihnen auch sagen. Danke, Herr. Habe die Ehre. Guten Tag. Nicht zu glauben. Du hast ja eine schwarze Liste gesetzt. Also ich mag diese langhaarigen, bärtigen Menschen. Der Holobeck hat doch keine langen Haare. Ja, das möchte ihm auch noch gerade fehlen. Ne? Du solltest aber in den Tapezierer Saal 4 gehen. Ja. Ha, der Notar hat jetzt zerspringen. Warum hat er einen Bart? Nein, aber einen Kopf. Was? Die muss er haben, aber auf dem Kopf Haare hat er. Ich sage, ich habe in meinem Leben nie geglaubt, dass jemand so viele Haare haben kann. Wie einer, der aus dem Musical her entsprungen ist. Aber das ist doch wirklich unmöglich. Das ist aber tüchtiger Arbeiter. Ja. So. Der Meister Klubsch sagt, er ist froh, dass er ihn hat. Und wenn es ihm einen Spaß macht, soll er Haare tragen, was bis am Boden hinunter. Ja, die ja, freut ja nur. Ja, du hast da Freude, wenn ich mich ärgere. Ja. Und wann ich mich bis am Boden. Aber Herr Mülzer, kommen Sie her. Was haben Sie uns zu erzählen? Also, wie Sie wissen. Das fängt ja auch an mit, wie Sie wissen. Geben Sie acht. Der Herr Gutmann klagt Sie auf Verletzung des Urheberrechts. Ich bin es gewöhnt, dass man sich über mich lustig macht. Im Übrigen werde ich nie mehr, wie Sie wissen, sagen. Das wird mir aber sehr fehlen. Also, Herr Mölzer, was gibt's? Der Konkurs des Sägewerkes Südostholz ist perfekt. Es steht heute in der amtlichen Zeitung. Also doch. Das ist ja her. Nicht zu fassen, was? Verhaut der Kerl in 3 Jahren das ganze väterliche Erbe. Ja, das siehst du, was du an mir für einen Sohn hast. Du hast ja noch nicht geerbt. Ich nehme an, Sie wollen die Südostholz nach wie vor kaufen. Freddy? Na, natürlich. Aus der Konkursmasse wird sie billiger zu kriegen sein. Anzunehmen, die Kreditmöglichkeit haben wir auch ohne weiteres, da wir ja die Kredite für die Stahlrohrmöbelfabrik nicht in Anspruch genommen haben. Außerdem, wir sind bei der Südostholz so gut wie ohne Konkurrenz, wie Sie wissen.
Das stimmt leider nicht. Die Reco-Möbel will sich in die Unterleutniger-Konkurssache einschalten. Die Reco? Geht's? Die sind doch schwach auf der Brust. Finanziell meine ich. Sie waren es. Die Reco ist nämlich verkauft worden. Und zwar an einen gewissen Dr. Kindl. Dr. Kindl? Den Namen habe ich in der Branche noch nie gehört. Am ersten Namen weiß ich derzeit auch nicht. Der Verkauf ist in aller Stille durch ein Anwaltsbüro durchgeführt worden. Dr. Zoller, kennen Sie den? Habe ich auch noch nie gehört. Und dieser Dr. Kindl ist persönlich noch nie irgendwo aufgeschienen? Nein. Angeblich hat er in der Bundesrepublik eine, andere werden sogar zwei Möbelfabriken. Und jetzt will er sich einfach bei uns halt auch etablieren. Mhm. Zunächst hat er sich die Reco unter den Nagel gerissen. Aha, und jetzt soll die Südostholz dran kommen. Hab ich gehört. Na, vielleicht ist dieser Doktor, wie heißt der? Kindl. Kindl, nicht? Vielleicht ist der Dr. Kindl seriös? Vielleicht kann man sich auf eine gewisse Fairness in der Konkurrenz einigen. Zum Beispiel bei der Versteigerung in Unterleubnig. Mhm. Allerdings müsste man da zuerst kennenlernen. Na eben, dann geht er nicht zu dem hin. Naja, man müsste ihn gesellschaftlich kennenlernen und das ist schwer, weil er ja nirgends aufscheint. Man weiß von ihm nur, dass er jeden Tag zu Mittag im Dampfbad ist. Zwischen 12 und 1 im Jännerbad. Was, jeden Tag im Dampfbad? Hab ich gehört. Muss ein merkwürdiger Mensch sein. Na, wird man ja sehen. Noch was, meine Herren? Von mir aus nichts. Ich gehe jetzt. Ja, das wollte ich Ihnen gerade nahelegen. Mir auch? Ja, aber Sie wissen ja eher, wann ich Sie los sein will, als der Herr Gutmann. Bitte, ich gehe. Fahren wir dann auf die Hohe Warte? Naja, also fahren Sie voraus, ich komme gleich nach. Gut, dann fahre ich jetzt los. Wiederschauen, Herr Hasenherr. Wiederschauen. Na, Freddy, war noch was los im Betrieb, ich meine, außer diesem Herrmenschen? Ich bitte, ich sei doch nicht so altmodisch. Muss ich diese arme Holobeck nur wegen dir den Bart abnehmen lassen, nur weil ich dich doch zwinge. Ja, ich kenne dich. Ein freiwilliger Zwang. Also ich würde mich lange nicht so einschüchtern lassen. Würde mir einen Bart wachsen lassen wie Weiland Moses. Bis da hinunter. Ja, weil du aufsässig bist. Ja. Warst du als Kind aufsässig? Ja, weil du provozierst. Ich provoziere. Ja. Übrigens habe ich eine Überraschung für dich. Ja. Komm mal mit in den Hof. Was, in den Hof? Du, ja. Dieses Auto? Ja, das Auto. Bitte, ich habe dir nichts gesagt, weil ich diese endlosen Debatten mit dir vermeiden wollte, aber jetzt... Sie nicht zu umgehen mehr, heute in der Früh haben sie ihn geliefert. Und was kostet er? Das sage ich dir schon. Nach und nach. Eines kann ich allerdings jetzt schon sagen, billig war es nicht. Na, was sagst du? Toll, ne? 280 PS. Die Leute werden sich das Maul zerreißen. Und ihr Maul haben. Das habe ich für mein Geld gekauft. Mir braucht niemand etwas dazugeben. Du auch nicht. Das sowieso nicht. Ja, ist ein tolles Vehikel. Vehikel? Mit dem Auto bin ich in 1,5 Stunden in Salzburg. Und was machst du dann in Salzburg? Du bist ein Spaßverderber, wirklich. Du magst ja nicht glauben, dass du den Leuten imponierst, wenn du so einen alten Kübel fährst. Was heißt alter Kübel? Der Wagen hat keine 70.000 Kilometer. Ich bin doch kein Hochstapler. Ich auch nicht. Ich liebe eben rasante Wagen. Nicht nur deswegen, dass ich schneller von dir wegkomme. Du frühstückst schon? Ja, du siehst. Guten Morgen. Morgen. Hey. Seit wir das zweite Badezimmer haben, kommst du noch später als seinerzeit, wenn wir uns noch um das einzige Badezimmer gerafft haben. Ja, wir müssen noch mal umziehen. Ich habe ganz vergessen, dass ich heute auf den Golfplatz gehe. Sag mal, spielst du auch dort? Ich meine, Golf. Na, was denn? Glaubst du, geht zweimal in der Woche auf den Golfplatz um... Ja, dich in Verdacht. Du gehst nur hin, um geschäftlich interessante Leute kennenzulernen. Wenn dich etwas oder irgendjemand geschäftlich interessiert, gehst du ja überall hin. Stimmt. Deshalb gehe ich auch heute um 12 Uhr ins Dampfbad. Wohin? Ins Dampfbad, ins Jännerbad. Und du gehst mit. Genau, bin doch nicht... Was ist denn das schon wieder für eine Idee? Schau, dieser Dr. Kindl, der ist doch jeden Tag um diese Zeit dort. Das ist die beste Gelegenheit, den Mann unauffällig kennenzulernen. Nicht? Und du musst mitkommen. Vielleicht ist er ein jüngerer Mensch, mit dem sprichst du dich leichter als ich. Ja, und wie willst du ihn denn erkennen? Möbelfabrikanten erkenne ich auf den ersten Blick. Ja, wie denn? Glaubst du, der schwitzt Sägespäne? Also, ich erkenne ihn. Kommst mit oder kommst nicht mit? Natürlich komme ich. Es gibt doch keinen Unsinn, den du nicht begehst. Und ich, Idiot, lass mich immer hinreißen, mitzumachen. Hm?
das Gefühl, ich bin schon gegrillt. Ja, Hintern. Wie lange willst du denn hier noch schmoren? Was weiß ich, bis ich rausgekriegt habe, welcher da der Dr. Kindl ist. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Stell dich in die Mitte vom Raum und frag einfach. Das ist ein Blödsinn. Soll doch wie ein zufälliges Zusammentreffen aussehen. Hm. Wie wenn ich zufällig mit ihm ins Gespräch gekommen wäre. Wird ein bisschen schwer sein. Hier sind mal 5 Herren, 6 und draußen ist auch eine Galerie schöner Männer im Passage. Bin auch keine so Schönheit. Aber jetzt wird mir langsam sehr heiß. Na ja, gehen wir ins Passage hinaus, ne? Schau, da gehen gerade 2. Vielleicht ist einer davon der Dr. Kindl. Das ist eine glänzende Idee. Pass auf, du nimmst den mit dem Bart und ich nehme den mit der Glatze. Ich nehme gar keinen. Wieso? Nein, es war vereinbart, dass ich nur in Aktion trete, wenn es ein jüngerer Mensch ist. Die 2 sind in deiner Alters- und Gewichtsklasse. Schöne Hilfe bist du mir. Für was bist du überhaupt mitgekommen? Ich? Ich schwitz gern. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag. Was grüßt der? Den kenne ich gar nicht. Das ist doch der Bademeister. Ach so, den muss man halt dringend geben. Hast du Geld mit? Wo soll ich es haben? Im Mund? So eine Hitze, wie es da drin hat. Naja, man sollte jetzt eigentlich unter eine eiskalte Dusche. Dann geh. Warum ich? Mir ist ja nicht heiß. Du jammerst ja die ganze Zeit. Man sollte ja auch schon aus hygienischen Gründen unter eine eiskalte Dusche. Ja, Mann, aber nicht ich. Ich gehe ins Bassin. Hoffentlich ist es nicht zu kalt. Hast du nicht gelesen draußen? Die haben hier ein geheiztes Bassin. Na schön, dann riskiere ich's. Uff, das ist eiskalt. Und du sagst, das Bassin ist geheizt? Verdreh mir nicht immer die Worte, ja? Ich habe gesagt, die haben hier ein geheiztes Bassin. Ich habe nicht gewusst, welches. Jetzt weiß ich's, jetzt gehe ich ins Geheizte. Also wenn ich mir vorstelle, dass die beiden Herren jetzt im Dampfbad sitzen. Pudeln auch gerade daheim. Aber der Junior wollte sowieso nicht hingehen, aber der Chef war nicht zu bremsen. Ja, alles fürs Geschäft. Von der Stirne heiß. Rein muss der Schwitz. Ich finde, man müsste die Herren informieren, bevor sie uns zerfließen. No? Was ist? Wieder nichts. Das ist ein Schuhpasta-Fabrikant. Ist jetzt alle durch hier im Becken? Ja, die da sind schon. Schön, okay, dann gehen wir wieder in die Heizluftkammer hinein. Was, da hinein? Ja. Du, das ist die Hitze. Das hat vorhin 85 Grad gehabt. Vorhin? Jetzt hat es sicher schon ein bisschen mehr. Komm. Muss jetzt der Dr. Kindl sein. Warum muss? Es kann doch gerade so gut. Der Fall, Moment, da bin ich. Schau her, vielleicht ist das der Dr. Kindl. Genau, was? Ein Chinese. Chinese? Warum? Wer sagt, dass der Dr. Kindl kein Chinese ist? Hast du schon mal einen Chinesen gesehen, der Dr. Kindl heißt? Im Dampfbad nicht, aber alles ist möglich. Alles ist möglich. Nein, das ist nicht möglich. Der Gutmann ist ja auch kein Blödsinn. Gutmann? Was? Guten Tag. Der Gutmann ist da. So ja, was? Ja. Herr Gutmann, Sie sind hier? Ja, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich finde es aber sehr heiß hier. Was Sie nicht sagen, wir frieren schon die ganze Zeit. Ein Scherz. Nicht wahr? Herr Haslinger, schwitzen Sie so? Nein, ich bin schon so feucht geboren. Sagen Sie, Herr, sind Sie wegen uns hier? Ja, das heißt wegen Dr. Kindl. Wieso der Dr. Kindl? Den suchen wir ja die ganze Zeit, der ist nicht da. Der kann ja auch gar nicht hier sein, denn dieser Dr. Kindl ist kein Dr. Kindl. Das heißt, er ist schon ein Doktor, aber eine Frau Dr. Kindl. Und die kann ja nicht hier sein. Nein, bestimmt nicht. Weil die wäre meinem Vater sofort aufgefallen. Herr Chef, was machen denn Sie da? Ich meine schon wieder da. Was heißt das? Es fällt dann halt auf, wenn Sie so oft und ausgerechnet bei uns immer durchkommen. Das ist in ganz kurzer Zeit das dritte Mal. Das ist ja schön, dass Sie meine Anwesenheit so statistisch zur Kenntnis nehmen, aber ich muss mir das Recht vorbehalten, in meinem Betrieb überall zu erscheinen, wann ich will und so oft ich will. Aber natürlich. Aber ich kann Ihnen versichern, dass bei uns hier wirklich alles in bester Ordnung ist. Selbstverständlich, alles gut und schön. Aber ich muss in den Tapezierersaal und da ist hier der nächste Weg durch. Ah, das ist mir neu. Es ist aber so. Noch was? Nein, danke. Danke, schön, was Sie. Morgen, Herr Haslinger.
Morgen. Guten Morgen. Was ist denn das für ein Wagen? Ein schwarzer, bitte. Aber mehr weiß ich nicht, bitte. Von Autos verstehe ich also gar nichts. Also überhaupt nichts. Aber der Herr Papa ist ja mit dem Wagen gekommen. Der wird es sicher wissen. Ach, mein Vater ist mit dem Wagen gekommen. Allein? Ja, er hat ja auch selber chauffiert, der Herr Papa. Aha, danke. Da steht es ja. Die Rekomöbelfabrik wurde in eine KG umgewandelt. Das Betriebsvermögen wurde auf 12 Millionen Schilling aufgestockt. Ja, diese Dr. Kindl scheint ganz groß ins Geschäft einsteigen zu wollen. So ist es, ja Platz genug. Nur schauen Sie nach, ob die Post schon aussortiert ist, ja? Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Wassel. Hast du ein neues Auto gekauft, ohne mir ein Wort zu sagen? Ja, was du kannst, kann ich auch. Bin nämlich auch großjährig. Noch was? Ja. Dass du es nur weißt, ich finde dieses Auto scheußlich. So. Also nicht die Marke wohlgemerkt, sondern die Farbe, ja? Schwarz. Kauft sich ein schwarzes Auto. Schaut dir aus wie ein Leichenwagen. Schwarz! Schwarz. Millionen Menschen haben schwarze Autos. Millionen. Schwarz ist nämlich die Farbe des Chefwagens, dass das weißt. Ja. Danke für die Aufklärung, aber dass du es weißt, zu einem Chefwagen gehört auch ein Chauffeur. Ja, ja, ein Selbstfahrer in einem schwarzen Chefwagen, ja. Das ist wie ein Mensch, der zum Blumengießen einen Frack anzieht. Ja, das ist lächerlich. Ja, lächerlich. Nicht so lächerlich wie dein Auto. Ja. Das ist nämlich kein Auto, das er auf und schaukelt. Ja. Ach so. Du nennst mich als einen Affen? Wieso? Naja, also wenn mein Wagen eine Affenschaukel ist, dann bin ich ein Aff. Dazu habe ich nicht gemeint, aber wenn du glaubst, ist mir's auch recht. So? Ja, dann darf ich dich wohl daran erinnern, dass ich von dir abstamme. Ja? Ah. Was gibt's? Das Affige hast du von der Familie deiner Mutter. Kindisch. Herein. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Haslinger, aber ich glaube, Sie werden mit dem Vater ein ernstes Wort reden müssen. Ja, das habe ich soeben getan, aber das nützt nichts. Was gibt's denn schon wieder? Na, ist wegen dem Taler, wegen dem Tapezierer. Das ist der mit den langen Haaren. So, hat er ihm deswegen vielleicht etwas gesagt? Nein, sie übertreibt das ja nicht. Aber sie ist schon dreimal durch den Tapezierer gegangen, hat sich den Taler lang und breit angeschaut und dann hat er den Kopf geschüttelt. Ja, mein lieber Nikola, ich bin zwar im Moment auf meinen Vater etwas sauer, aber das Recht, dass er den Kopf schüttelt, das müssen wir ihm schon lassen. Ja, schon, aber die Haare vom Taler sind dem seine Privatangelegenheit, ne? Und wenn der Vater die langen Haare nicht mag, dann... Ja, dann ist es dem seine Privatangelegenheit. Also deswegen werde ich kein ernstes Wort mit ihm reden. Also schauen Sie, Haslinger, bis jetzt haben wir Kollegen die langen Haare vom Taler hingenommen, wie einer heute, weiß ich, eine rote Nosen hat oder eine Glotzen, ne? Aber wie Sie bemerkt haben, dass der Vater von Taler sein Schädel, ich meine, von den langen Haaren irritiert war, na, da haben sie angefangen, ihn zu häkeln, ne? Und gestern wäre fast die Schlägerei da geworden. Also momentan ist das Arbeitsklima ein Reizklima. Ja. Und wenn er ein Bier bekommt, dann gibt der Vater mir die Schuld. Ja. Ist eine Spezialität von meinem Vater, immer einen anderen die Schuld zu geben. Ja, schön, ich werde mit ihm reden, wenn Sie es nicht tun wollen. Ja, wäre ich ja gleich zu ihm gegangen, aber ich weiß, dass er sehr viel drauf gibt, was Sie ihm sagen. Das weiß ich nicht. Gerade mit ihm eine Differenz gehabt, wegen seinem neuen Auto. Ja, das habe ich schon gesehen. Bitte, das war ja wirklich eine Schande für den Betrieb. Nicht? Aber das, jetzt das Neue, das ist, muss ich sagen, ist... repräsentativ, groß und schwarz. Vor allem schwarz, aber was sagen, schwarz ist auch die einzige Farbe für das Auto, ne? Was? Das Licht brennt. Die Scheinwerfer. Beide. Danke. Hey, Sie da! Ranfahren, bitte! Ja, was ist denn schon wieder, bitte, Herr Inspektor? Was rufen Sie denn stehen bleiben wollen? Bitte, das ist ja nur, weil der Wagen neu ist. Ich habe doch früher einen anderen Wagen gehabt. Ja, ich kenne Sie ja vom Sehen.
Früher sind sie immer mit diesem alten. Aber das Licht müsstest du ausmachen, die Scheinwerfer brennen ja. Schon wieder. Moment mal, sind sie jetzt aus? Nein, im Gegenteil, jetzt haben sie das Überlandlicht dazu geschaltet. Aha, und jetzt? So, das ist jetzt aus, jetzt noch die Scheinwerfer. Leicht gesagt. So, ist Standlicht an, na no, Ruckerl. Nicht die Scheibenwischer betätigen, es regnet ja nicht. So, das ist jetzt bestens, alles in Ordnung. Und nicht wahr, wenn Sie nächstens links um die Ecke fahren, dann unterlassen Sie es rechts zu blinken, sonst ist ein Mandat fällig. Ja bitte, Inspektor, danke, Inspektor. Haben Sie den auslassen? Natürlich, wenn man dringend ein Taxi braucht, ist hier nie eines. Da kommt eines. Ah ja. Was ist denn jetzt wieder los? Ja, bitte? So kommen Sie doch, Herr Dr. Rasch. Ja, aber bitte, ich... Sagen Sie ja nicht, dass Sie bestellt sind. Ich brauche Sie wie ein bisschen Brot. Und wenn man schon das Glück hat, hier ein Taxi zu erwischen, Sie kriegen auch ein schönes Trinkgeld von mir. Na los, steigen Sie ein, Doktor. Gnädige Frau, Moment einmal. Das geht doch nicht. Also machen Sie keine Geschichten, ja? Sie sind als Taxifahrer verpflichtet, jeden Passagier mitzunehmen. Außerdem kann ich Sie beruhigen. Es ist eine weite Fuhr. In die Altdorfer Straße zur Möbelfabrik Reckhoff. Möbelfabrik Reckhoff? Ja, ich bin die Besitzerin. Wenn Sie einmal Möbel brauchen... Möbel habe ich genug. Gut, aber fahren Sie jetzt. Bitte, ich hab's eilig. Möbelfabrikanten haben es immer eilig. Ja, das weiß ich. Möbelfabrikanten haben es immer eilig. Steigen Sie ein, Frau. Entschuldigen, Herr Kollege. Jetzt werden Sie beinahe karamboliert, so passen Sie doch auf. Da war der Taxifahrer schuld. Ich meine, der andere Taxifahrer. Ihr Taxifahrer seid ja alle gleich. Na, ich bin schon ein bisschen anders. Also, Herr Doktor, wie stehen wir mit der Unterleutniger Konkursgeschichte? Ja, also die Versteigerung findet termingemäß statt. Konkurrenz haben wir, soviel ich weiß, nur eine. Das ist die Firma Haslinger und Sohn, einer der größten am Platz. Und wenn schon. Ich habe gehört, der Junge ist ein Playboy und der Alte ein Schwachkopf. Ach so? Da bin ich aber anders informiert. Ich auch. Bitte? Nix. Ich rede gelegentlich mit mir selbst. Der hat auch nicht alle beieinander. Ja, wir sollten mit der Firma Haslinger vielleicht gewisse Vereinbarungen treffen und... Die werden dann die nicht einhalten. Ja, bitte, Frau. Die Firma gilt als äußerst seriös. Das glaube ich erst, bis ich mich selbst überzeugt habe, dass das so ist. Übrigens wird die Firma Haslinger und Sohn bald merken, wie viel es bei mir geschlagen hat. Hat schon gemerkt. Immer redet er mit sich selbst, er hat einen richtigen Klopfer. Jetzt bitte rechts abbiegen in die Seitenstraße, da ist die Möbelfabrik Recco. Ich weiß, in Möbelfabriken kenne ich mich aus. Ich kenne auch die Firma Haslinger, von der Sie vorhin gesprochen haben. Sie kennen? Die Haslingers? Ja. Und zwar den alten Haslinger wie mich selber und den jungen, wie wenn ich ihn gemacht hätte. Gehen Sie nur voraus, Doktor. Ich zahle schon. Bitte. So, was bekommen Sie? Nichts. Es war mir ein Vergnügen. Machen Sie keine dummen Witze. Oder ist das am Ende gar kein Taxi? Es war von Anfang an kein Taxi. Ich habe Sie nur sozusagen aus Kollegialität transportiert, Frau Dr. Kindl. Ich bin nämlich auch Möbelfabrikant. Um Gottes Willen, das ist ja eine Blamage. Blamage ist eigentlich ein bisschen untertrieben. Ich bin nämlich nicht irgendein Möbelfabrikant, sondern... Der Eduard Haslinger, der Schwachkopf. Auch das noch. Und jetzt sind Sie... Ich meine, Sie müssen doch recht böse auf mich sein. Jetzt nicht mehr. Im fahrenden Auto habe ich im Moment überlegt, ob ich Sie rausschmeißen soll. Aber im Grunde genommen habe ich mich hauptsächlich amüsiert. Das kann ich mir denken. Ja, ich bin auch gern bereit, Sie weiterzuführen. Vielleicht ins Dampfbad, dort habe ich Sie nämlich schon einmal gesucht. Allerdings vergebens. Ein Playboy bin ich, hat sie gesagt. Habe ich besonders gern. Aber geh, du weißt ja, wie die Leute reden. Sie hängen einem genau das Gegenteil von dem an, was man wirklich ist. In deinem Fall Schwachkopf. Ja. Hm. Wer mich kennt, weiß, dass ich genauso wenig ein Schwachkopf bin, wie du ein Playboy. Nur weil ich ein schönes Auto fahre. Auto halt. Moment, Auto, siehst du? Daran habe ich nicht gedacht. Natürlich, das ist schon ein richtiges Playboy-Auto. Ja, okay. Habe ich mir erarbeitet. Das steht ja nicht da, ne?
Geht's wirklich so toll, wie es aussieht? Noch toller. Okay. Du, ich war gestern auf der Autobahn ein Stück. Wunderauto. Ja. Auch ein Wunderauto, frisst Benzin und hat nur vier Räder. Aber natürlich, wenn man dich so in dem Auto sieht, elegant gekleidet. Soll ich vielleicht zerrissene Anzüge tragen oder soll ich mir die Haare und den Bart wachsen lassen wie apropos, du warst doch gestern wieder in der Polsterei. Hm? Ja, weil ich mit dem Meister Glubsch was zu reden gehabt habe. Diesem als Arbeiter verkleideten Herrmenschen habe ich nicht einen Blick geschenkt. Ich bin froh, wenn ich den nicht sehe. Habe auch andere Sorgen. Heute ist außerdem noch das Jubiläum vom Kommerzialrat Holl. Da halte ich die Festrede. Bin ich froh, dass ich nicht dort bin. Ich habe mir da die Rede aufgeschrieben. Warte, die willst du mir jetzt vorlesen? Nein, das dauert ja nur ein paar Sekunden. Um 9.30 Uhr ist die Konferenz wegen dem USA-Geschäft. Blödsinn, das sagen sich nur mal ein paar Floskeln. Die willst du die Rede lesen für Politiker? Nein, ich kann es natürlich auswendig. Also pass auf. Ich hab die eh fragen wollen, pass auf. Liebe Festgäste oder meine Damen und Herren, was soll ich sagen? Beides. Beides? Mhm. Ja, gut. Ja. Also lieber Freund Holl, liebe Festgäste, meine Damen und Herren. Das ist mir zu umständlich. Ich schmeiß die Damen und Herren hinaus. Nur, lieber Freund Holl, liebe Festgäste. Zweimal lieb ist zu lieb. Zu lieb? Ja. Kann nur der Holl oder die Festgäste lieb sein? Weder noch. Ne? Also gut, lieber Freund Holl, hochverehrte Festgäste. Schier 45 Jahre sind vergangen. Warum schier? Bitte? Warum schier? Wieso? Ja, es sind doch 45 Jahre vergangen. Sind genau 45 Jahre. Ja, also. No. Schier bedeutet ungefähr, annähernd. Ach so? Ja. Dann lass mal schier weg. Ne? Eben. Hat mir gut gefallen, das schaut. Ne? Na bitte. Bitte sprich weiter. Es ist ja schier 9 Uhr. Ja. Hm? Ja. Also, lieber Freund Holl, verehrte Festversammlung. Es ist schier. Ja, nicht schier. Ich weiß schon, nicht schier. Hier bleibt weg. Du machst dann ganz verrückt mit dem Schiff. Ich habe ihn jetzt aufgebracht. Also, es ist 45 Jahre her, seit du, lieber Freund Holl, damals noch im vollen Glanz deiner Haare. Der hat Haare gehabt, der Schier? Der Holl? Nur, natürlich. Viele Haare hat er gehabt. Ja? Na, jeder, der einmal einen Glatzen kriegt, muss vorher Haare gehabt haben. Das ist eine alte Geschichte. Also, es sind 45 Jahre vergangen. 90. Bitte? Ja, 2x 45, ne? Scherz. Es waren gute Jahre und es waren... Böse Jahre. Bitte? Böse Jahre, das steht hier. Böse Jahre, es waren leichte Jahre, es waren schwere Jahre. Und immer warst du uns ein Vorbild, denn du warst fleißig und redlich, ein guter Freund und ein Könner. Ja, die Preise hat er gedrückt, bitte, das kannst du nicht in die Rede nehmen. Pass auf. Und wenn du heute im Glanze des Ehrenzeichens der Republik inmitten deiner Freunde hier in der Kammer sitzt, dann kannst du mit Recht sagen... Ich will noch einen Kaffee. Bitte? Bitte? Nein, nicht der Holl. Ich will noch einen Kaffee. Sprich nur weiter. Aber die Rede ist entzückend. Jetzt habe ich genug. Such dir einen anderen Trottel. Aber ich habe keinen gesucht. Bitte? Kaffee suche ich. Ich werde aber sagen, wenn einer ein Banause ist, dann ist er ein Banause und dann bleibt er ein Banause. Ja, wieso Banause, nicht? Ein Banause ist... Sie haben geklingelt, Herr Haslinger. Irrtümlich. Sie können alles abräumen, der Frühsport... ist beendet. Wir müssen also zwei getrennte Ziele im Auge behalten. Zwei Ziele in einem Auge? Ist ein bisschen schwer. Ich habe es natürlich nicht anatomisch, sondern bildlich gemeint. Aber mein Sohn macht sich über alles lustig. Schauen Sie, soweit wie ich habe heute Abend bei einem Diner eine Rede zu halten. Hört, hört. Bitte? Ich habe hört, hört gesagt. Es erstaunt mich nämlich, dass Sie eine Rede halten wollen. Also Sie glauben, ich kann das nicht? Doch, doch, durchaus möglich. Nur, ich habe Sie noch nie reden gehört. Ich meine, in gebundener Rede. Nehmen Sie zur Kenntnis, Herr Gutmann, dass ich in der Kammer als sehr guter Redner bekannt bin. Ja. Also bitte weiter, Herr Mölzer. Ich wollte nur sagen, nachdem Sie, meine Herren, fest entschlossen sind, das Sägewerk Südostholz in Unterleutnig zu ersteigern, ist es umso dringender für die Firma, den Auftrag von Mr. Goll unter Dach und Fach zu bringen. Wer von den Herren fliegt nun endgültig nach New York? Mein Vater. Ich war schon zweimal drüben, er noch nie. Bitte spricht manches dafür, dass diesmal ich hinüber fliege. Allerdings sprichst du besser Englisch als ich. Na, ein Grund mehr, dass du fliegst. Ja, polish up your English. Aber ich würde dich bitten, aufzupassen, wenn du heute Abend in der Kammer die Frau Dr. Kindl triffst, dass dich nicht verplapperst und ihr von diesem amerikanischen Möbelwettbewerb erzählst. Ich werde doch nicht... Na was, werde ich. Dann ist die nämlich früher dort als du und die spricht besser Englisch als die Maria Stuart. Bitte nur, dass die Frau Dr. Kindl noch ihren Kopf hat.
Habe ich denn nur kurz zitiert und wo habe ich die Rede? Ich habe sie doch heute in der Früh, habe ich sie doch da. Das kann es ja nicht sein. Liebe Festgemeinde, lieber Freund Holl, es ist hier 40 Jahre, das ist ein Blödsinn, hat er gesagt, hier, hat er gesagt, der Bub wird die Rede, der ist vielleicht noch im Büro. Liebe Festgemeinde, lieber Freund Holl, es ist genau 33, es ist genau 40 Jahre her, hier Haslinger, ich möchte meinen Sohn sprechen. Bitte? Was heißt, wer spricht? Der Vater? Ja, meinen Sohn. Was? Wie viele Söhne habe ich? Ja, den. Das ist ja Troglodyt. Lieber Freund. Also, lieber Freund Holl, liebe Jubiläumsgemeinde, lieber Jubiläumsfreund Holl, es ist fast... Hallo, was ist? Was? Meldet sich nicht. Na, wahrscheinlich ist er nicht da. Ja, danke, na schön. Das ist ein... Was mache ich nicht? Jetzt. Ich kann doch nicht aus dem Hut, mir steht ja das Hirn. Herr was Haslinger, ist? Ja, bitte. Ich habe heute früh im Badezimmer dieses Stückel Papier gefunden. Ich weiß nicht, ob Sie es brauchen. Was heißt, ob ich es brauche? Das ist die Rede. Die suche ich wie ein bisschen Brot, suche ich sie gerade. Da bin ich aber froh, dass ich nicht verbrannt habe. Ich habe es nämlich zuerst verbrennen wollen. Ist ja völlig sinnlos, was da drin steht. Ich meine, für einen Außenstehenden. Schier. Versteht doch kein Mensch. Um es kurz zu machen. Wofür ich Ihnen sehr dankbar wäre. Ja, also, im Großen und Ganzen ist die Kreditkonzertierung so aufgebaut, dass wir ohne weiteres bei der Versteigerung in Unterleubnig bis zu dem von uns festgesetzten Limit mitbieten können. Okay. Yeah. Ja. Wenn diese Frau Dr. Kindl den Preis nicht hochlizitiert. Das wird sie nicht tun. Gestern war doch das Jubiläumsdiner für den Kommerzialrat Holl. In der Kammer. Bei welcher Gelegenheit mein Vater eine fulminante Rede gehalten hat. Hört. Es war eine fulminante Rede. Kommissar Holl hat Tränen in den Augen gehabt. Geweint hat er, der Trottel. Ja, aber sag, wieso erzähle ich das eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Ja, vielleicht hast du die Frau Dr. Kindl in der Kammer getroffen? Genau. Das ist eine sehr hübsche und sehr charmante Dame. Aber, na, mit anderen Worten, sie hat dich eingewickelt. Aber ich habe mit ihr ein ganz normales geschäftliches Gespräch geführt, das ich mit jedem anderen Konkurrenten auch führen würde. Es führt nur keiner mit mir. Also, wir werden uns gegenseitig in Unterleubnig nicht hinauflizitieren. Sehr vernünftig. Wenn es die Gegenseite auch einhält... Ja, übrigens, meine Herren, ich habe es mir da ganz groß erzählt, dass wir allein von dieser Hotelausschreibung in New York wissen. Das war ihr auch bekannt. Dieser Frau Dr. Kindl? Ja. Ja, woher könnte die das wissen? Wer könnte das verraten haben? Bitte fragen Sie noch. Da. Steht ja vor Ihnen, der Verräter. Was, ich? Ja. Du bist ja nicht ganz. Na, bitte, vielleicht nicht absichtlich. Aber diese reizende Dame hat dir anlässlich dieser gestrigen charmanten Plauderei sämtliche Würmer aus der Nase gezogen. Ich habe dich aber noch gewarnt davor. Ich bin doch kein Idiot. Zieh nicht immer so weitreichende Schlüsse. Ist ja kein Malheur, wenn man einer hübschen, klugen Frau hereinfällt. Ich bin noch nie einer Frau hereingefallen. Also wenn du mal einen freien Vormittag hast, dann zähle ich die alle auf. Sie hat aus New York direkt erfahren. Jetzt fällt es mir ein. Sie hat einen Neffen dort, der ist in der Hotelbranche tätig, der hat sie es wissen lassen. Nicht? Aber du machst immer so, wie wenn ich jeden Blödsinn machen würde. Nicht wahr, Herr Gutmann? Ja. Bitte? Ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht zugehört. Nämlich, der Herr Holobeck wartet bei der Frau Herz mit seinen neuen Dessins. Ich würde Sie bitten, wenn Sie ihn hereinrufen würden. Es wird nicht lange dauern. Es darf nicht lange dauern. Frau Herz? Ja, bitte? Schicken Sie mir den Herrn Holobeck herein, ja? Herr Haslinger, ich habe für den jungen Mann gewissermaßen, man könnte fast sagen, eine väterliche Sympathie. Und weil Sie ihn letztens wegen seines Bartes zurechtgewiesen haben. Ich habe ihn nicht zurechtgewiesen, ich habe durchblicken lassen, dass ich seinen Bart nicht gutiere. Durchblicken hast du es lassen. Eingeschüchtert hast du ihn. Das habe ich nicht. Das haben Sie schon. Verzeihen Sie uns. Der gutmütige junge Mensch war natürlich gegen Ihre Werft. Herein! Oh, verzeihen Sie, in der Hitze des Gefechtes ist mir das Herein herausgerutscht. Guten Tag, der Herr. Was? Was ist das? Was ist das? Der Bart ist ab. Grüße Gott, Herr Holobeck. Grüß Gott. Ich habe dem Herrn Holobeck den Rat gegeben, sich den Bart abnehmen zu lassen. Ja, aber das hätte ich mir denken können. Was ist mit den Dessins? Hier sind Sie bitte, wenn Sie sich's ansehen wollen. Ja, ich habe jetzt leider keine Zeit dazu. Vielleicht nimmst du sie dabei. Ja? Ich schaue mir es dann an, wenn ich von New York zurückgekommen bin. Sie werden zufrieden sein, hoffe ich. Ja, ich war immer zufrieden mit Ihnen, Herr Holobeck. Nur lassen Sie sich mal anschauen.
Wissen Sie was? Lassen Sie ihn an dem Bart wieder wachsen. Was? Der passt ihm halt besser, nicht? Das macht ihn männlicher, der Bart, ne? Herr Holubek, wenn Sie diesem Befehl Folge leisten. Welche Befehl? Moment, ja? Also wenn Sie sich den Bart wieder wachsen lassen, dann bestehe ich drauf, dass Sie sich auch die Haare wachsen lassen. Ja, aber dann so lang wie der Taler unten, der Tapezierer. Kennen Sie den? Nein. Nee, dann gehen Sie mal runter, schauen Sie ihn an, als Muster. Ne? Alles Scherze, Herr Holubek, glauben Sie mir, Sie kennen die Herren Haslinger nicht so gut wie ich. Die sind nicht ernst zu nehmen. Na, ich meine, wenn die scherzen, nicht? Kommen Sie. Ich mache das ja schon seit Jahrtausenden mit, ne? Nein, seit Jahrzehnten. Passt ihm halt besser, der Bart, nicht? Er macht ihn männlicher. Ja, ja, also so. Du kannst einen fertig machen. Ja, ist gut. Sei friedlich, ja? Ist ein Cognac? Ja. Ich habe extra deinetwegen deine Lieblingsmarke besorgt. Ja. Weil ich jahrelang konstant gemeckert habe. Nein, weil ich alles mache, was du haben willst. Ja. Was du willst. Soll ich mal einen Vollbart wachsen? Fang schon wieder an. Jetzt Friseur werden sollen. Ja, da möchtest du gut ausschauen. So, also Prost. Prost. Die junge Liebe. Was für junge Liebe? Ja. Ach so, die Dr. Kindl meinst du? Gefällt mir sehr gut. Bitte, sie ist viel zu jung für mich, aber sie... Übrigens verreist sie heute. Aber wohin denn? Das hat sie mir nicht gesagt. Sie war da ein bisschen geheimnisvoll. Ich glaube, vielleicht geht's auf Urlaub, ne? Okay, jetzt mitten in unserer Saison. Vielleicht hat sie das absichtlich nicht gesagt. Weiß nicht, sie war sehr herzlich. Sie hat so gelacht und hat gesagt, sie sagt mir, wo sie war, wenn sie zurückgekommen ist. Mhm. Hat sie vielleicht boshaft gelacht? Boshaft? Wieso kommst du auf boshaft? Papa, Wann ist denn diese Versteigerung in Unterleubnig? Die Versteigerung? Ja. Das muss das wissen. Ich werde sie gleich rufen. Ja, wann hat die Frau Dr. Kindl gesagt, fahrt sie weg? Heute, zeitig in der Früh. Da haben wir's. Dann ruft die Herz. Du rufst die Herz. Ja. Ich rufe den Mantel. Was? Ich hol meinen Mantel. Ruf sie! Ja! Da ist keine Panik, ja? Leute, Frau Herz, kommen Sie her, sofort, ja? Panik! Sie ist in Unterleutnig. Die Herz, die Kindl ist in Unterleutnig. Bei der Frist. Bitte, Herr Haslinger. Frau Herz, wann ist die Versteigerung von der Südostholz in Unterleutnig? Das müssen Sie ja notiert haben. Ich glaube nicht. Sie haben ja zwar davon gesprochen, aber... Also, das müssen Sie notiert haben. Entweder haben Sie es notiert, haben vergessen, dass Sie mir sagen, oder Sie haben es gar nicht notiert. Also weder das eine noch das andere, aber vielleicht haben Sie es in Ihrem Kalender. Also in meinem Kalender? Da habe ich doch nie sowas gesehen. Da habe ich die Tagesaktualitäten und die, was haben wir heute? Den 16. Bestimmt haben Sie es notiert aber und vergessen es mir zu sagen. Frau Herz, solange ich hier bin, habe ich noch... Solange Sie bei mir sind, habe ich so etwas noch nie in mein Buch hineingeschrieben. Da steht es. Heute, 11 Uhr. Versteigerung in Unterleutnig. Weil sie nie da sind, wenn man was Wichtiges nicht. Jetzt schauen wir gut aus. Diese Frau Dr. Kindl ist ja doch ein Luder. Gestern rede ich mit ihr davon und heute lacht sie sich ins Fäustchen. Die wird sich weder ins Fäustchen noch sonst wohin lachen. Das ist immer, wenn man es. Einig hat, wann ist diese Versteigerung, sagst du? Um 11 Uhr. Schau, selbst wenn jetzt ein Zug gehen würde, der fährt ja 5 Stunden. Ja, ein Zug, aber nicht wir. Komm, wir fahren mit dem Auto. Fredi, es ist 8:30 Uhr, wir müssen in 2,5 Stunden unten sein. Das ist für ein Auto unmöglich. Für ein Auto? Aber nicht für mein Auto. Komm, beeil dich. Also bitte schön, verherz meinen Mantel, ja, bitte. Ja. Aber ich mache dich aufmerksam. Das sind nur 100 Kilometer Autobahn, fast 250 Kilometer Bundesstraße. Es sind über 350 Kilometer. Beeil dich, da muss ich nur aufpassen, dass wir nicht zu früh da sind. Aber ja, ich hol meinen Hut, verherz. Moment, Frau Herz, was wollen Sie? Ich mache schon alles, die beiden Konferenzen. Ja. Verlege ich den Besuch beim direkten Pastor. Sag ich ab, soll ich sonst noch etwas? Nein, ja, beten Sie für uns. Ja. Beten Sie aber schnell, weil sonst sind wir früher dort, bevor Sie Amen gesagt haben. Ja, no. Stoß nicht, Herz. Ja. Fällt du mal einen gefallen und stoß nicht. Der brennt.
der Lammstrich das nimmer durch. Hast du was gesagt? Ja. Sag einmal, kannst du nicht ein bisserl... Mit schneller fahren? Nein, also das geht beim besten Willen nicht. Weißt du überhaupt, wo wir sind? Nein, ich kenne doch die Orte hier nicht. Wer spricht denn von Orten? Ich möchte wissen, sind wir noch in der Steiermark oder schon in Kärnten? Ach so, ah, du machst dich über mich lustig? Pass auf, jetzt möchte ich dir mal was sagen. Schau, da lass du mich vorbeifahren, wo in 5 Minuten die Versteigerung beginnt. Wegen der Versteigerung. Ja. Von der Südostholz. Ja. Wo findet denn die statt? Da, bei mir. Extrazimmer. Na, also sind wir doch noch so weit gegangen. Nein. Und vielleicht ein Bier? Ja, später dann. Oder ja. Ein Wein? Nein, auch nicht. Oder wo sie sind? Nein. Ein kohlischer Leber oder ein Sauerfleisch? Nein, wir wollen zur Versteigerung. Das weiß ich. Ja, na, also dann gehen wir hinein. Ne? Ja, wo hinein? Ja, wo hinein? Zur Versteigerung, die im Extrazimmer um 11 Uhr stattfindet. Ne? Na ja, das schon. Das wäre für schon, aber morgen. Was? Ja, morgen. Morgen um 11 Uhr. Morgen, Freitag, den 17. um 11 Uhr. Morgen. Da können Sie ruhig was essen bei mir. Wie gesagt, Gulasch, Leber oder Sauerfleisch. Oder nein. Was trinken. Ein Wein, ein Bier oder sonst was, ohne was Alkoholisches. Ja, also ein großes Bier. Ja, mir auch. Zigaretten können Sie auch kaufen bei mir. Denn ich habe den Tag Hauptverlag von Unterlöbnig und die Zeitung verschweißt. Danke, wir rauchen nicht. Das Datum hast du falsch notiert. Ja, such nicht nach einer Ausrede, du hast es falsch notiert. Also ich weiß nicht, was du machst, ich fahre jedenfalls nach Haus, kannst du hier übernachten. Ja, freilich. Ja, drüben im Hotel Sonne. Sehr schön, sehr billig. Ich kann Ihnen die Sonne deshalb bestens empfehlen, denn die kehrt mir. Na also, da wird Ihre Empfehlung ja sicher zuverlässig sein. Ja, freilich. Die Sonne führt meine Frau und den Mondschein auch. Der kehrt auch mir. Da kocht sie auch, meine Frau. Bei mir da kocht die alte Karte. Meine alte macht sie. Essen Sie hier. Was mache ich denn hier bis morgen? Ah, da gibt es viele Möglichkeiten. Da haben Sie zum Beispiel einen schönen Ausflug in die Schwarz. Da können Sie gut einkehren. Ja, da gibt es nämlich seit neuestem ein sehr nettes Gasthaus. Das gehört Ihnen. Ja, woher wissen Sie denn das? Ich habe es erst gekauft. Ja, und wenn Sie auf den Berg wollen, da gibt es die Ruine Wetterstrahl. Gehört auch Ihnen. Im Sommer, die Außenstation, im Hochsommer. Da vermiete ich auch Ruderboote. Ja, unten am Fluss. Aber Fahrräder, die vermiete ich ja, derzeit. Also das klingt alles sehr verlockend, besonders was die Fahrräder anbelangt. Was ist das? Telefon. Ja, sowas. Entschuldigen Sie, ich muss nachrücken. Überlegen Sie Ihnen dabei, was Sie essen wollen. Jetzt habe ich vergessen, ihn zu fragen, ob ihm das Postamt hier auch gehört. Was geschieht denn jetzt? Naja, also ich würde schon mit dir zurückfahren, aber du fährst so verrückt. Ich bitte dich, rette dich, ich fahr schnell, aber nicht riskant. Naja. Nein, das muss man unterscheiden können als Autofahrer. Es war keinen Augenblick auf der Herfahrt ein riskanter Moment. Also gut, ist gut. Ich kann nichts parieren. Ich habe eben einen schwachen Magen. Danke, Leute, hab's dir schon berechnet. Da ruft er an und sagt, es müssen 2 Leute mit einem Haslinger und da sein in Unterlöbnig. Wo ich an jeden Menschen kenne, der hat sich nicht ausreden lassen. Da haben Sie recht. Wir haben keine Haslinger in Unterlöbnig. Und der ruft an. Ist das nicht komisch? Sehr. Ja, aber wie war der Name? Haslinger. Haben Sie schon sowas gehört? Ja, ich heiße ja Haslinger.
Nicht? Und mein Vater auch. Unterfutter? Interessant. Und da hast ja Herr, du womöglich auch Haslinge. Ja, ne, das ist ja mein Vater. Ah, drum. Bitte, ich reiß dich von diesem Wurstwahn los, ja? Wir sind angerufen worden aus Wien. Wer hat da? Der Gutmann vielleicht, wer, ich weiß nicht, der Wirt sagt, nämlich ja. Folgendes, das dauert zu lang, bis er das erklärt, ich rufe an, ja. Kann man hier durchwählen? Das Telefon? Na, Frage. Hier ist eine, das heißt. Na, ist mir was? Ja, ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich mit meinem Sohn zurückfahren, aber ich werde mal was Kaltes mitnehmen. Ja, da vom Buffet. Na, ja. Übrigens ist Delikatessengeschäft, da gleich durch die Tür durch. Ja, das ist nämlich mein Delikatessengeschäft für die Sommergäste. Mhm. Und vis-à-vis ist die Kreisnerei für die Einheimischen. Gehört auch Ihnen. Ja, wem denn sonst? Nur kaufen Sie was. Ja, ich weiß nicht, ich muss erst einmal schauen, was mein Sohn... Was ist? Herr Mölzer. Ja? Deine neue Freundin, die Frau Dr. Kindl. Ah, die hat uns schön hineingelegt. Wieso? Nun, die fliegt heute Abend nach New York zum Goll. Nein. Ja. Der Mölzer weiß es aus ganz sicherer Quelle. Ne? Die ist vor dir dort und schnappt uns womöglich das ganze Amerika-Geschäft weg. Wann hast du denn gebucht? Übermorgen um 14.50 Uhr. 14.50 Uhr? Hm. Geht die täglich, die Maschine? Ja, bestimmt, aber warum? Du fliegst heute 14.50 Uhr. Hast du den Pass mit? Ja, ja. Bitte, du, den Pass. Alles ist besprochen im Auto. Ja. Ich muss natürlich jetzt etwas schneller fahren, aber wir werden das schon schaffen. Ja, bezahlen. Was machen denn zwei Bier? Zehn. So, bitte. Tanken müssen wir auch. Was, 1000? Wenn wir schnell fahren, braucht man mehr. Sie haben hoffentlich eine Tankstelle hier beim Haus. Nein, tanken, du musst es bis zum Ortsende fahren. Da ist links eine große Tankstelle, die ist nicht zu übersehen. Ah, und die gehört nicht Ihnen? Nein, die gehört mir nicht. Es ist beruhigend zu wissen, dass es in Unterleutnig etwas gibt, was Ihnen nicht gehört, nämlich die Tankstelle. Nein, die gehört meinem Sohn. Komm, fahren wir. Soll ich das abschreiben oder vervielfältigen lassen? Abschreiben? Das müssen nicht Sie machen, das können Sie einfach drüben... Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie unterbreche, aber es ist jetzt 11.30 Uhr und um 12.15 Uhr kommt das Flugzeug aus New York. Ja, ich weiß, ich habe es nicht vergessen, aber ich habe ja noch Zeit. Herein. Verzeihen Sie die Störung, Herr Haslinger, aber ich wollte nur sagen, wenn Sie Ihren Vater abholen wollen... Ja, Frau Link hat mich gerade daran erinnert. Glauben Sie, man schickt ihn wieder nach New York zurück, wenn er nicht rechtzeitig abgeholt wird? Abgesehen davon, bis der durch den Zoll ist. Herein. Bitte um Entschuldigung, aber Sie wollen mich erinnern. Ja, aber es ist schon 23:30. Das haben mir die beiden Damen schon gesagt. Ja, was haben denn die damit zu tun? Wieso? Sie wollten mich doch auch erinnern. Dass Sie nicht vergessen, um 23:45 die Firma Dolle Schalen. Das zu. Kann ich nicht mehr. Das müssen Sie tun. Ich bin schon am Weg hinaus zum Flughafen. Mein Vater kommt doch aus New York. Ne? Ja, das ist ein Glück, dass Sie das nicht vergessen. Ja, ja. Nein. Verzeihen Sie, Haslinger, holen Sie Ihren Vater ab. Nicht erinnern Sie mich auch. Ich bin schon auf dem Weg zu Ihnen. Und ich rufe die Firma Dolleschall an. Wer ist denn das? Unwichtig. Völlig unwichtig. Mahlzeit. Also so ein Rostbraten ist was Herrliches. Ich sagte, ich gebe dir, für so einen Rostbraten gebe ich dir sämtliche Beefsteak und Rumsteaks und Hamburgers von New York. Hast du die Frau Dr. Kindl öfter in New York gesehen? Nein, nur so gelegentlich und nur geschäftlich. War doch eine gute Idee, diese Goldsache mit dir gemeinsam zu machen. Freilich. Und privat hast du sie gar nicht getroffen? Nee. Wir sind uns eigentlich erst im Flugzeug ein bisschen näher gekommen. Ja, weil die Sitze so eng sind. Ne? Ja. Willst du einen Schnaps? Ja. Ich glaube, ja. Der Rostbraten... Ja, der Rostbraten war sehr gut. Also auf den Rostbraten lasse ich nichts kommen. Ja, und vielleicht hast du ein bisschen Feuer gefangen. Ja. Ich bin doch auf Sparflamme. Nein, lieber Freund. Die Zeiten, wo ich rasend verliebt wurde, sind vorbei. Bei mir anscheinend auch. Du hast eine große Chance, dass es wiederkommt. Na, sie ist an sich sehr nett, diese Frau Dr. Kindl. Sie hat uns auch gar nicht übel genommen, dass wir dieses Südostholz weggeschnappt haben. Nein. Und mich hat es aber doch überrascht, dass sie uns für morgen zum Cocktail eingeladen hat. Vielleicht ist sie rasend in dich verliebt. Witzbold. Wer ist das? Wenn wir abheben, dann werden wir es wissen. Haslinger? Ja? Nein. Wer ist das? Das darf nicht wahr sein. Also wenn ich alles erwartet hätte, nur nicht... Wer ist das? Seit wann bist du da? War direkt aus Bombay? Wer ist das? Moment. Ich habe den neugierigsten Vater von der Welt. Ich muss ihm sagen, wer du bist. Der Bernie Rosa. Ja, den kenne ich nicht. Also sag mal...
Was, das hast du auch? Na, also das. Geheiratet hat er. Na, gratuliere. Ja, gratuliere. Herzlichst. Ja, dann wann sehen wir uns? Also erstens möchte ich dich und dann zweitens deine Frau natürlich. Morgen? 8 Uhr? Nein. Gut, schön. Ich würde sagen, Restaurant Premier, ja? Was ist, Moment. Was fuchtelst du da herum von mir? Schau, morgen gehen wir doch zum Cocktail zur Frau Dr. King. Ja, um 5, wir werden dort nicht übernachten. 8 Uhr bleibt's dabei, ja? Gut, im Restaurant Premier, ja? Schön, ich freue mich. Handküsse und Servus. Mach mich nicht immer rasend hier am Telefon. Ja, ist schon. Wieso kommt der aus Bombay? Warum soll er nicht aus... Der ist stark. Aus Bombay kommt, das ist ein Reiseschriftsteller, nicht? Der ist auch Musiker und Maler und Bildhauer, das ist ein Original. Hm? Na, Originale interessieren mich nicht, mich interessiert das Geschäft. Gibt's was Neues im Geschäft? Nein, das... Na ja, das heißt bitte, apropos Original, ja. Der Tapezierer Thaler, den kennst du doch, deinen Freund mit den langen Haaren, der hat eine Erfindung gemacht, und zwar eine Verbesserung von den Einfüllmaschinen. Was ist das für eine Verbesserung? Eine sehr gute, ja. Und man muss ihm im Namen der Direktion Anerkennung aussprechen und dann einen entsprechenden Betrag geben, ne? Ja, das machst du, weißt du? Ich habe nichts übrig für lange Haare. So? Na, die Frau Dr. Kindl hat doch auch lange Haare. Ich gebe zu, sonst hat sie mit dem Thaler wenig Ähnlichkeit. Herzlich willkommen, meine Herren. Ich freue mich riesig, dass Sie gekommen sind. Ach, schön. Oh, danke. Martha, Sie kennen ja den Herrn Doktor. Ja, noch aus meiner Taxizeit. Allerdings, Herr Doktor. Das ist mein Sohn. Sehr angenehm, Dr. Zoller. Sehr angenehm. Darf ich Ihnen meinen Mann vorstellen, meine Herren? Mal wieso? Das ist Herr Haslinger, ich habe dir schon von ihm erzählt. Und das ist der Juniorchef der Firma, mein Mann. Sehr erfreut, Herr Doktor. Ich muss es immer wieder auf seinen Wunsch sagen, er ist kein Doktor. Der Doktor in der Familie bin ich. Tante Riese, entschuldigen Sie. Nett, dass du gekommen bist. Oh, erfang dich. Schaust dir aus, wie wenn du dir hinter das Brot weggefressen. Von dem Mann hat sie nie was gesagt. Mit Recht, von dem ist auch nichts zusammengekommen. Bitte, meine Herren. Weißt du, der Bernie Rosenhardt ist ein glänzender Unterhalter. Ich will dich schon über deinen Schmerz hinwegtrösten. Weil so groß ist der Schmerz ja nicht. Nein, dann ist es ja gut. Ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt ein Glück wäre, wenn du diese Frau geheiratet hättest. Sie ist doch so energisch und das gibt's nicht. Was ist denn? Was hast denn? Der Rosenhardt mit seiner Frau ist eigentlich... Jetzt wirst du anmachen, Papa. Grüß Gott.